Exotische Arten, auch gebietsfremde oder allochtone Arten genannt, sind Arten, die der Mensch wissentlich oder nicht in ein Gebiet eingeführt hat, das nicht ihrem Ursprungsgebiet entspricht und die sich dann dort dauerhaft angesiedelt haben. Es handelt sich eigentlich um ein Phänomen, das seit jeher vorkommt, besorgniserregend ist aber die konstante Zunahme dieser Artenwanderung in den letzten 30 Jahren, begünstigt durch den globalen Handel und den Tourismus. Wenn eine exotische Art, die sich in einem neuen Gebiet ausbreitet, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Biodiversität hat, so wird sie als invasiv bezeichnet. Viele invasive Arten haben Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Wirtschaft. Man schätzt, dass der wirtschaftliche Schaden, der durch die Verbreitung invasiver exotischer Arten in Europa entstanden ist, etwa 12 Milliarden Euro im Jahr ausmacht. Um dieser großen und steigenden Gefahr entgegenzuwirken, haben internationale Einrichtungen verschiedene Maßnahmen ergriffen. Aber auch wir können unseren Beitrag leisten, wenn wir uns verantwortungsbewusst verhalten. Falls wir exotische Haustiere haben, wie zum Beispiel Rotwangen oder Gelbwangen, Schmuckschildkröten oder auch Goldfische, dürfen wir sie auf keinen Fall einfach in die Natur aussetzen, wenn wir sie loswerden wollen. Dies ist übrigens auch verboten und wird gesetzlich verfolgt. Und wenn wir unseren Garten neu gestalten wollen, sollten wir keine Pflanzen setzen, von denen wir wissen, dass sie invasiv sind. Die Samen könnten sich über den Garten hinaus verbreiten und ein riesiges Problem für das lokale Ökosystem darstellen. Worauf warten Sie? Tragen auch Sie dazu bei? Setzen Sie keine Haustiere oder Zierpflanzen in der freien Natur aus, schützen Sie Ihre eigene Umwelt vor invasiven exotischen Pflanzen und Tierarten.